Der kälteste Ort auf Erden. Zusammen mit Ronan und der Lampe, die Mr. Rakshasas beherbergte, flogen die Zwillinge nach Moskau, der ersten Etappe ihrer Reise zum Nordpol. Gleich nach ihrer Landung forderte ein mürrischer russischer Zollbeamter, die Kinder auf, ihre Rucksäcke zu öffnen. Als er den Steinkrug entdeckte, in dem Nimrod und Akhenatens Geist steckten, sollten die Zwillinge auch diesen öffnen. »Das war's dann wohl«, sagte Ronan und wandte sich rasch ab, als könnte er den Anblick nicht ertragen. Philippa murmelte so schnell es ging ihr Fokuswort. Sie wagte nicht, ihre Djinnkraft auf den Steinkrug selbst zu konzentrieren, aber beim Zollbeamten hielt sie es für ungefährlich. »Bitte machen Sie das auf«, wiederholte der Beamte. Philippa trat einen Schritt zurück und deutete mit dem offensichtlichen Abscheu auf die Schirmmütze des Beamten. Der Mann runzelte irritiert die Stirn. Er riss sich die Mütze vom Kopf und musste feststellen, dass sie, wie so vieles auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo, von dicken Kakerlaken wimmelte. Angeekelt schrie er auf und ließ die Mütze auf den Boden fallen. Philippa nutzte die Gelegenheit und sprach noch einmal ihr Fokuswort. Diesmal wünschte sie sich eine perfekte Kopie des Steinkrugs herbei, in dem Nimrod und Akhenatens Geist eingeschlossen waren. Gleichzeitig steckte sie den echten Krug wieder in ihren Rucksack zurück. Sobald der Beamte sich wieder beruhigt hatte, nahm sie den Deckel mit dem Pavian von dem Duplikat. Darunter kam ein zweiter, kleinerer Steinkrug zum Vorschein, der genauso aussah wie der erste. Als sie den zweiten Deckel abnahm, steckte darunter noch ein Krug und darunter noch einer und noch einer, genau wie bei den russischen Maruschka-Puppen. Schließlich war der Tisch mit mehr als einem Dutzend Deckeln und Steinkrügen übersät. Der Zollbeamte wurde es müde, die Untersuchung der Steinkrüge fortzusetzen, und als eine weitere Kakerlake in seinem Nacken krabbelte, winkte er die Zwillinge ungeduldig weiter. »Himmel nochmal«, sagte Gronin, als Philippa ihren Rucksack wieder zugeschnellt hatte. »Ein Augenblick, dachte ich, das Spiel sei aus. Ich hatte schon Angst, sie würden uns alle nach Sibirien ins Arbeitslager schicken.« »Das war eine super Idee, Phil«, sagte John. »Gut gemacht. Das mit den Kakerlaken war ja richtig kreativ. Wie um alles in der Welt bist du denn darauf gekommen?« »Auf Kakerlaken?« Philippa deutete auf die Theke eines Cafés in der Nähe, auf der mehrere Kakerlaken seelenruhig über ein Küchenstück spazierten. »Hier wimmelt es doch nur so davon. Ich dachte, ein paar mehr auf der Mütze dieses Mannes würden nicht auffallen.« Trotz ihres mehrstündigen Zwischenstopps auf dem Scheremetjew-Flughafen konnten sie sich beim Anblick der unzähligen Kakerlaken nicht überwinden, etwas in einem riesigen Restaurant zu essen, bis sie ihrem nächsten Flug nach Norilsk antraten. Von Norilsk, einer der größten Städte am nördlichen Polarkreis, flogen sie nach Katanga, auf der Halbinsel Taimye, weiter. Von Katanga flogen sie wieder gen Norden, über das Kap Tscheljuskin, dem nördlichsten Punkt Eurasiens, bis zur Insel Sretnje, wo sie schließlich übernachteten. Sretnje beheimatete einen kleinen Militärstützpunkt mit ein paar Wissenschaftlern, die sich mit Gletschern befassten, außerdem viele Seehunde und fast ebenso viele Eisbären. »Die Bären waren eine Plage«, berichtete einer der Wissenschaftler. »Sie würden sich nachts an die Abfallhaufen schleichen und wären sehr gefährlich.« Von der Insel Sretnje aus flogen sie mit einem Hubschrauber zur Polarstation, einem Flugfeld auf Eisschollen, das knapp 100 Kilometer vom Nordpol entfernt lag. Hier blieb es 24 Stunden lang hell und die Temperaturen lagen kontinuierlich weit unter Null. Es gab nichts außer dem Schnee unter ihren Füßen, der sich von dem blaugrauen Himmel kaum unterschied, den hellbunten Zelten, in denen sie ihre zweite Nacht in Russland verbringen sollten, und einem alten Militärhubschrauber, der einmal bessere Zeiten gesehen hatte und sie am nächsten Tag zum Nordpol bringen würde. »Ich weiß nicht, wieso ich das hier mitmache«, jammerte Gronin am Abend, als die drei zitternd vor der Kälte in ihrem Sturmzelt kauerten. »Wirklich nicht. Wie konnte ich mich bloß dazu überreden lassen, in diese gottverlassene Gegend zu kommen? Das ist der letzte Ort auf Erden, an dem ich in dem Augenblick sein möchte. Ich fand Ägypten schon schrecklich, aber das hier ist noch viel schlimmer. Mr. Rakshasat hat es gut. Ich wette, er sitzt jetzt gemütlich in seiner Lampe und hat alles, was er zum Leben braucht. Aber mir reicht es. Ganz ehrlich. Und das in meinem Alter, mit meiner Behinderung. Ich bin nicht für eine Reise geschaffen, auf der mich ein verdammter Eisbär zum Mittagessen verspeist. Letzte Nacht habe ich gehört, wie sie draußen schnüffelnd um die Mülltonnen geschlichen sind. Ich habe kein Auge zugemacht, nicht ein einziges.« Philippa reichte Gronan eine Tasse heißen Kaffee, in der Hoffnung, er würde aufhören zu jammern. »Hört mal zu, ihr beiden«, sagte er und zupfte sich am Bart, den er sich seit ihrer Ankunft in Russland wachsen ließ. »Warum wollt ihr überhaupt bis ganz rauf auf den Nordpol stapfen? Wenn ihr mich fragt, ist es hier schon kalt genug für euer Vorhaben.
Da oben ist es auch nicht kälter als hier. Der Nordpol ist ja noch nicht mehr ein richtiger Ort. Er ist bloß ein Messpunkt auf der Landkarte oder so ein Satellitennavigationsdingsbums. Man kann ja noch nicht mal ein Foto davon machen. Ich sag euch, wenn ich jetzt 3 Wünsche hätte... Nicht, sagte John rasch. Sagen Sie es nicht. Aber eigentlich hat er recht, warf Philippa ein. Klar hab ich recht. Hört mal, warum macht ihr diesen Krug nicht hier auf? Heute Nacht, um Mitternacht, wenn alle anderen schlafen. Bei 24 Stunden Sonnenschein können wir nachts genauso gut sehen wie am Tag. Es ist wirklich kalt hier, sagte Philippa. Und es wäre vielleicht besser für Onkel Nimrod, wenn wir es so schnell wie möglich hinter uns bringen. Also gut. John holte den Steinkrug aus Philippas Rucksack und stand auf. Wo willst du hin? Fragte Gronin. Den Krug nach draußen in die Kälte bringen, erklärte John. Ich will sicher sein, dass Akhenatens Geist praktisch tiefgefroren ist, wenn wir den Deckel abnehmen. In der Zwischenzeit könnten sie Volodya Bescheid sagen, dass wir unseren Reiseplan ein wenig geändert haben. Ihr Reiseführer Volodya, ein kleiner Mann mit verschmutzten Brillengläsern und einem dünnen, struppigen Schnurrbart, war verständlicherweise entsetzt, dass Gronin und Philippa ihm erklärten, sie hätten sich es anders überlegt und wollten nun doch nicht mehr zu dem geografischen Punkt reisen, der den Nordpol auf Längen und Breitengrad 0 markiert. Aber was ist mit Expeditionsbescheinigung? Fragte er. Damit zeigen können, dass gewesen am Nordpol. Was damit? Philippa zuckte mit den Schultern. Es ist doch bloß ein Punkt auf der Landkarte. Da steht doch keine Fahne oder so, nicht wahr? Ich nicht Geld wiedergeben können, sagte Volodya. Wenn das wollen. Wir wollen kein Geld, sagte John. Das haben wir nicht gemeint. Es geht einfach darum, dass der Erwachsene unserer Reisegruppe, Mr. Gronin, von der Expedition genug hat. Volodya zuckte mit den Schultern. Kommen den ganzen Weg und dann geben so auf, so kurz vor Ziel? Das ist schon merkwürdig ein bisschen. Aber ihr recht. Hier genauso Nordpol wie 110 Kilometer weiter im Norden. 110 Kilometer hier im Eis, kein Unterschied. Er tippte sich an die Stirn. Nordpol im Kopf ist. Vielleicht ich euch trotzdem gäbe Expeditionsbescheinigung, ja? Das ist die richtige Einstellung, meinte Gronin. Ach, was gibt es eigentlich zum Abendessen, Volodya? Seehund, Eindorf und Eiscreme, sagte Volodya und zeigte lächelnd seine Zahnlücken. Lecker, ja? Nicht schon wieder, murrte Gronin. Wir hatten diesen verfluchten Seehund-Eindorf doch gestern Abend. Er schmeckt wie heiße Gummischeiben. Gummi, grinste Volodya. Sehr lecker, ja? Nein, sagte Gronin. Haben Sie denn kein Eisbärsteak oder sowas? Eisbär töten sehr schwer, sagte Volodya. Aber für Eisbär ganz leicht Jäger töten. Er zuckte mit den Achseln. Seehund am besten und natürlich russische Eiscreme. Wie Sie meinen, erwiderte Gronin. Was los? Ihr keine russische Eiscreme mögen? Jeder weiß russische Eiscreme. Beste auf der ganzen Welt. Wer hat ihm das bloß erzählt? Fragte Gronin, als sie wieder in ihr eigenes Zelt zurückgekehrt waren. Russische Eiscreme soll die beste der Welt sein? Der hat ja eindeutig noch nie italienisches Eis gegessen. Das ist das beste Eis der Welt. Obwohl englische Eiscreme auch nicht schlecht ist. Oder amerikanische. Unsere Eiscreme enthält wenigstens Eier, Milch und Zucker, aber russische Eiscreme besteht fast nur aus Eis. Wen kümmert das schon, solange der Glaube daran glücklich macht? Fragte Philippa. Ja, aber es stimmt nicht, widersprach Gronin. Und was macht das? Wenn man hier draußen lebt und es außer russischer Eiscreme nichts gibt, hilft es wahrscheinlich zu glauben, sie sei die beste der Welt. Nach dem Abendessen im großen Zelt neben dem Hubschrauber spielte Volodya mit der Pilotin Karten. Sie hieß Anna und war eine mürrische Frau mit ebenso schlechten Zähnen wie Volodya und der beunruhigende Angewohnheit, bei jedem verlorenen Spiel zu rülpsen. An seiner Stelle, bemerkte Gronin, würde ich die Frau ein paar Spiele gewinnen lassen. Ich glaube, wir würden ihr alle eine Glückssträhne gönnen. Ich denke auch, sagte Philippa und murmelte ihr Fokuswort, wodurch Anna die nächsten 4 Runden gewann. Wie Gronin vorhergesagt hatte, besserte sich die allgemeine Stimmung im Hauptzelt deutlich. Ungefähr eine halbe Stunde später gingen Gronin und die Zwillinge in ihr Zelt nebenan, wo sich der Butler schlafen legte. John und Philippa dagegen warteten, bis die beiden Russen ihr Kartenspiel beendet hatten und eingeschlafen waren. Dann weckte sie Gronin und riefen Mr. Rakshasas aus seiner Lampe. Mit seinem weißen Bart und dem roten Expeditionsanzug besaß Mr. Rakshasas im Schnee große Ähnlichkeit mit dem Weihnachtsmann.
Die beiden Männer starrten fröstelnd auf die gefrorene Weite, bis die Zwillinge ihre Astronautenanzüge angezogen hatten. Eine kalte Brise zerrte am Zelteingang, von der Zeit zu Zeit bewegte sich das Eis unter ihren Füßen mit lautem Knacken. »Das ist ein schrecklicher Ort«, sagte Mr. Rakshasas und sah sich mit düsterer Miene um. »Ganz meine Meinung«, sagte Gronan, während er den Rucksack mit Nimruds Expeditionsanzug auf Johns Rücken hiefte. »Und was ist das für ein grauenhafter Geruch?« wollte Mr. Rakshasas wissen. »Seehundeintopf«, antwortete Gronan. »Ich glauben Sie mir, es riecht lange nicht so schlimm, wie es schmeckt. Es riecht so streng nach Fleisch«, sagte Mr. Rakshasas und rümpfte die faltige Nase. »Ich esse grundsätzlich kein Fleisch, nicht in meinem Alter. Fleisch ist nur etwas für junge Leute. Man braucht sehr gute Zähne und einen starken Stoffwechsel, um es zu verdauen. Darin kenne ich mich nicht gut aus«, gab Gronan zu. »Aber mit Sicherheit haben sie nicht viel versäumt. Das Essen ist lausig und die Zelte sind schlecht. Ich will gar nicht darüber nachdenken, ob der Hubschrauber wirklich flugtauglich ist. Das Einzige, was sich hier gut entwickelt, ist mein Bart. Man sagt, im Winter steigt der Kuh die Milch in die Hörner«, bemerkte Mr. Rakshasas. Als die Zwillinge ihre Astronautenanzüge aus NASA-Lagerbeständen gestiegen waren, die John im Kaufhaus Harrods erstanden hatte, traten er und seine Schwester vor das Zelt. Trotz des beißenden Nordwindes war ihnen wohlig warm. »Ein kleiner Schritt für den Menschen«, witzelte John. »Ein großer Schritt für die Menschheit«. Er holte den Steinkrug aus dem Schnee und deutete in die Ferne. »Lasst uns ein Stück von den Zelten weggehen«, rief er laut, damit die anderen ihn trotz seines Astronautenhelms verstanden, falls uns jemand hört. Mit Philippa war die Verständigung einfacher, da ihre beiden Helme mit Funkmikrofonen ausgestattet waren. John hielt den Steinkrug in seinem orangefarbenen Raumfahrthandschuhen und entfernte sich 100 Meter von dem Camp in Richtung Norden. »Diese Stelle sieht gut aus«, sagte er. Er blickte hoch, als etwas Leichtes und Weiches durch die Luft schwebte und auf dem Visier seines Helmes landete. Es fing an zu schneien. Dicke Schneeflocken, so groß wie Untertassen. John hoffte, ihre Mission beenden zu können, bevor ein Schneesturm aufkam, der alles zusätzlich erschweren würde. Er stellte den Steinkrug in den Schnee und trat einen Schritt zurück. Mr. Rakshasas kniete sich neben das Gefäß und legte seine behandschuhte Hand auf den Deckel mit dem Pavian-Kopf. »Ich warte, bis ihr euch in Rauch verwandelt habt, bevor ich den Deckel abnehme«, rief er, um den zunehmenden Wind zu übertönen. »Sollte Akhenaten versuchen, als Erster herauszuschlüpfen, mache ich den Krug sofort wieder zu. Habt ihr das verstanden?« »Aber woran merken Sie das?«, fragte Philippa. »Ein Käfer erkennt immer einen anderen Käfer«, sagte Mr. Rakshasas lächelnd. »Ich werde wissen, ob es Nimrod ist oder nicht.« John und Philippa hielten die Daumen hoch und fassten sich dann an den Händen. »Ihr müsst euch und Nimrod an den Händen nehmen, bevor ihr wieder aus dem Krug aufsteigt«, fuhr Mr. Rakshasas fort. »Und ihr dürft euch unter keinen Umständen in Rauch verwandeln, wenn Akhenaten euch berührt. Das wäre äußerst gefährlich für euch und Nimrod.« Wieder hielten die Zwillinge die Daumen hoch. »Ich erzähle jetzt rückwärts«, sagte Mr. Rakshasas. »3, 2, 1. Fabelhaft gigantisch, abecederisch, wunderlicherisch.« Die eiskalte Luft vor ihren Helmen verwandelte sich in Rauch. Mr. Rakshasas hob den Deckel des Steinkrugs hoch, kurz bevor der Rauch die Zwillinge gegen den Uhrzeigersinn einhüllte und in das Steingefäß hineinzog, sahen sie einen riesengroßen Eisbären, der hungrig auf sie zutrottete. Irgendwo außerhalb und innerhalb des Steinkrugs sagte John, »Hast du das gesehen? Das war ein riesiger Eisbär. Der muss den Seehundeintopf gerochen haben.« »Na, wenigstens einer, dem das schmeckt«, sagte Philippa. »Was werden sie jetzt machen?« »Das hängt ganz davon ab, ob Mr. Rakshasas seine Djinnkraft anwenden kann«, antwortete Philippa, während sich der Rauch auflöste und sie sich in dem halbgefrorenen Krug wiederfanden. »Vermutlich laufen sie einfach weg.« Nimrod saß mit angezogenen Knien auf dem Boden des Gefäßes und lehnte sich gegen die bauchige Wand aus Kalkstein. Er war in einem dicken Pelzmantel gehüllt und trug eine Mütze, Handschuhe und Stiefel. Seine Haare waren so steif wie Drahtborsten und weder aus seinem Mund noch aus seiner Nase strömte Atemluft heraus. Ein Stück von ihm entfernt lag ein modernes Kunstwerk. Zumindest schien es den Zwillingen auf den ersten Blick so. Es war die bläulich glänzende, halbdurchsichtige Silhouette der grotesken Statue, die sie im Kairoer Museum gesehen hatten. Akhenatens gefrorener Geist. Die Zwillinge knieten sich neben ihren Onkel und sahen prüfend in sein frostiges, weißes Gesicht. Nimrod gab keinen Muskelzucken Anzeichen, dass er die Gegenwart der Zwillinge neben sich wahrnahm. Seine warmen, zwinkernden, braunen Augen waren geöffnet, doch jetzt wirkten sie leer.
und als John seinem Onkel mit den Handschuh berührte, war Nimrods Körper so hart, wie sei er steif gefroren. Einen Augenblick lang schwiegen die Zwillinge. »Ist er tot?« flüsterte John. »Wenn er kein Djinn wäre, würde ich ja sagen«, erwiderte Philippa und biss sich voller Angst auf die Unterlippe. »Aber in einer Lampe oder Flasche befindet man sich in einem ähnlichen Zustand wie mit dem Bewusstlosigkeit und zudem außerhalb des normalen Zeitkontinuums, was bedeutet, dass wir alle hier drin nicht im üblichen Sinne lebendig sind. Und deswegen glaube ich nicht, dass er wirklich tot sein kann.« »Sag das noch einmal«, sagte John. »Oder lieber doch nicht. Mein Verstand kann das gerade nicht erfassen.« »Ich meine, dass er nicht tot sein kann, weil er hier drin nicht wirklich lebt. Wir müssen ihn hier rausholen und aufwärmen. Dann können wir uns ein besseres Bild von seinem Gesundheitszustand machen.« Plötzlich fing der Krug an zu zittern. Erschrocken wandten die Zwillinge sich Akhenatens Geist zu, um zu sehen, ob er die Ursache dafür war. Doch er rührte sich nicht. Gleich darauf strömte ein warmer Windzug in den Steinkrug. »Der Bär schnüffelt am Krug«, schrie John. »Er denkt, hier drin gibt es etwas zu fressen.« Wieder strömte warme Luft in den Krug. Mit ihren scharfen Augen sah Philippa, dass sich eine der Haarspitzen von Nimrods gefrorenen Locken nach unten und zu seinem Wassertropfen wurde. »Er schmilzt«, rief sie und stand hastig auf. Sie starrte in das Gesicht ihres Onkels und es schien ihr, als zöge sie eine Pupillen ein ganz kleines bisschen zusammen. »Er lebt, er lebt!« John sah prüfend auf das Außenthermometer an seinem Astronautenanzug. »Er schmilzt, weil die Temperatur hier drin steigt«, sagte er. »Sieh doch, der Atem des Bären wärmt das Innere des Krugs.« Nervös drehte er sich zu Akhenaten um und sah, dass auch der Djinn-Geist des Pharaos zu schmelzen begann. Er schmolz sogar noch schneller als Nimrod, denn Geister, selbst die Djinn-Gespenster aus Ägypten, können Kälte besser verkraften als jeder normale Djinn. Es gab keinen Zweifel. Akhenatens mandelförmige Augen öffneten sich langsam, als erwachte er aus einem langen Tiefschlaf. »Es bleibt uns keine Zeit mehr, Nimrod in den Kälteanzug zu stecken«, sagte John. »Wir müssen den Krug sofort verlassen, bevor Akhenaten wieder lebendig wird.« »Aber was ist mit dem Eisbären?«, fragte Philippa. »Er könnte uns angreifen.« »Wir müssen das Risiko eingehen. Ich weiß nicht, was wir sonst tun können. Hoffen wir, dass der Rauch von unserer Umwandlung ihn so lange verwirrt, bis uns etwas eingefallen ist.« John nahm erst Nimrod und dann Philippa an die Hand. »Bist du soweit?« »Ich bin soweit.« »Los!« »Fabelhaft, gigantisch, abecederisch, wunderlicherisch!« Wenige Sekunden später lagen sie draußen im Schnee, nur ein paar Meter von dem Eisbären entfernt, der immer noch gierig die Schnauze im Steinkrug steckte. Offensichtlich war er davon überzeugt, in dem Gefäß etwas Leckeres zu finden. Miss Rakshasas und Gronan waren spurlos verschwunden. Die Hitze, die durch die vereinten Djinn-Kräfte der Zwillinge und ihrer Verrückverwandlung entstanden war, reichte aus, um Nimrod noch etwas aufzutauen. Er stieß ein unfreiwilliges Stöhnen aus, woraufhin der Bär sich umdrehte und Nimrod und die Kinder entdeckte. »Oh nein«, rief John erschrocken und stand auf. Es war deutlich zu sehen, dass der Eisbär sie gleich angreifen würde. John blieb nicht viel Zeit, um sich etwas einfallen zu lassen. Der riesige Eisbär hatte noch nie einen Menschen oder gar einen Djinn gefressen, doch er war nicht abgeneigt, den unbekannten Braten zu kosten. Die pechschwarze Nase schnüffelnd in die Luft gestreckt, trabte er brüllend auf die drei Djinn zu. John hatte keine Zeit mehr zum Nachdenken. Ihm fiel der Tag ein, als Nimrod die Zwillinge in die Wüste gebracht hatte, um ihre Fokuswörter auszuprobieren. Und er erinnerte sich an das Erste, was er mit seinem neuen Kraftwort erschaffen hatte. Ein Picknick. Abecederisch. Sofort tauchte ein üppiges Picknick mit Decke und Korb vor dem angreifenden Eisbär auf. Und es war kein gewöhnliches Picknick. Es war ein wirklich gewaltiges Picknick für einen schwergewichtigen Eisbären. Schinken, gegrillter Truthahn, kalte Lammbraten, ein ganzer gekochter Lack, mehrere Dutzend Sandwiches, zwei riesengroße Puddinge, ein Käsekuchen und vier große Flaschen Limonade. John war nicht sicher, ob Eisbären Limonade tranken, aber es schien keinen großen Unterschied zu machen. Der Eisbär blieb abrupt stehen und konnte sein Glück kaum fassen. Er schnüffelte an einem der Schinken, leckte sich die Schnauze und machte sich über das Festmahl her. Bravo, krächzte Nimrod. Sagte Philippa erleichtert. Das war knapp. Der Krug, sagte Nimrod mit laut klappernden Zähnen. Leg den Deckel auf den Krug. Während der Eisbär selig fraß und den drei Djinn kaum Beachtung schenkte, lief John mit weitem Bogen um das wilde Tier herum, damit es nicht glaubte, er wollte an dem Picknick teilhaben, bis er den Steinkrug erreicht hatte. Er kam gerade noch rechtzeitig. Eine dünne blaue Rauchschwade stieg langsam aus dem Krug.
wie der Rauch einer nicht ganz ausgedrückten Zigarette. Das musste Akhenatens Geist sein, der sich halb erfroren aus dem Gefäß zu befreien versuchte. Aber wo war der Krugdeckel mit dem Pavian-Kopf? Der weiße Kalksteinverschluss war auf dem schneeweißen Boden nicht leicht zu erkennen. »Schnell, schnell!« trieb John sich an. Er musste den Deckel finden, bevor Akhenaten seinen Fluchtversuch vollenden konnte. Er riss sich den Astronautenhelm mit dem orangefarbenen Visier vom Kopf, um den Deckel besser entdecken zu können. Fieberhaft suchte er den Boden ab, als sich plötzlich 40 oder 50 Meter weiter ein großer Schneehügel bewegte. Eine Sekunde lang dachte John, es wäre ein zweiter Eisbär. Doch dann tauchte aus dem Inneren des Schneegebildes, das sich als eine Art Iglu entpuppte, erst Mr. Akshasas und dahinter hinter ihm Mr. Gronin auf. »Sucht ihr das hier?« fragte Gronin und warf den Deckel des Steinkrugs zu John. Für jeden Menschen mit normalen Armen wäre der Wurf schwierig geworden, doch für Gronins muskulösen einen Arm war es ein Kinderspiel. Der Krugdeckel surrte wie eine übergroße Hockeyscheibe auf Johns ausgestreckten Handschuh. Noch im Auffangen hechtete John zum offenen Krug. Er erreichte das Gefäß gerade noch rechtzeitig und drückte den Deckel mit aller Wucht auf das Böse, das kräuselnd aus dem Krug emporstieg. Einen Augenblick lang spürte er Widerstand unter den Händen, doch dann rührte sich nichts mehr. Mr. Akshasas und Gronin halfen ihm auf die Beine. »Gut gemacht«, lobte Gronin den Jungen. »Das war ein bemerkenswerter Fang. Du würdest einen guten Cricketspieler abgeben.« »Es war auch ein guter Wurf«, gab John zurück. »In meiner Jugend habe ich einige Cricketbälle geworfen«, sagte Gronin. »Gratuliere«, sagte Mr. Akshasas. »Ich schätze, du kannst gerade noch rechtzeitig. Eine Sekunde später wäre Akhenaten frei gewesen.« »Was ist passiert, als der Eisbär auftauchte?«, fragte Philippa. »Wir haben uns Sorgen um euch gemacht.« »Als der Bär erschien«, sagte Mr. Akshasas, »erschuf ich mit meinen sehr begrenzten Kräften ein Iglu um uns herum. Leider fiel mir nichts Besseres ein.« »Es war auch keine Sekunde zu früh«, fügte Gronin hinzu. »Ohne das Iglu lägen wir jetzt im Bauch des Bären.« Misstrauisch betrachteten die drei den Eisbären, der ihnen jedoch zum Glück weiterhin keine Beachtung schenkte. Stattdessen stützte er sich auf den gekochten Lachs, das Leibgericht jedes Bären. Mit einem weiten Bogen um das Tier folgten sie Philippa und Nimrod zurück ins Lager. »Wie fühlst du dich?«, fragte John seinen Onkel, als sie im Lager angekommen waren. »Ganz gut«, sagte Nimrod. »Dank dir und Phil. Ihr seid die mutigste Nichte und der mutigste Neffe, die ein Onkel nur haben kann. Das Volk der Djinn kann stolz auf euch sein.« »Was sollen wir jetzt mit ihm machen?«, fragte John und zeigte mit dem Kopf auf den Steinkrug, den er immer noch in beiden Händen hielt. »Ja, du hast recht«, sagte Nimrod. »Ich werde erst dann ruhig sein, wenn dieser bestialische Geist sicher weggesperrt ist.« Ungefähr eine Stunde später, als Nimrods Djinnkräfte sich im warmen Zelt wieder erholt hatten, verschüttete er den Krug mit einer dicken Schicht aus Titandraht und ließ das Gefäß in einem tiefen Loch verschwinden, das er in die Eisschicht direkt über dem arktischen Meer gebohrt hatte. »So«, sagte er, »ich glaube, das ist das Letzte, was wir von den Akhenatens Geist sehen werden.« »Hoffentlich«, sagte Philippa. »Und jetzt«, fuhr Nimrod fort, »ist es Zeit für mich, in Ihre Lampe zu schlüpfen, wenn Sie nichts dagegen haben, Mr. Akshasas. Ich brauche dringend ein heißes Bad, eine Tasse Tee und einen ausgiebigen Schlaf. Ihr ahnt nicht, wie ermüdend es in diesem höllischen Krug für mich war. Ich habe Akhenatens bösen Geist rund um die Uhr bekämpft. Jetzt bin ich total erschöpft.« »Manche Leute haben es gut«, klagte Gronin, nachdem Nimrod und Mr. Akshasas in der Messinglampe verschwunden waren. »Wirklich, manche haben es echt gut. Ich wünschte, ich könnte ebenfalls ein heißes Bad nehmen und eine gute Tasse Tee trinken.« John und Philippa sahen einander an und lächelten. »Warum nicht?«, sagten sie einstimmig. Und auch wenn es Volodya unmöglich scheinen musste, genoss Gronin in der letzten Stunde auf der Polarstation das beste Bad, das er je genommen hatte. Dann flogen alle auf die Insel Srietnje und von dort aus zurück nach Hause.